Hey Freunde, willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir im letzten Part etwas verbessert haben. Ich glaube, wir hatten einen Clankrieg gehabt. Das kann sein. Aber ich glaube, wir haben da nicht so gut abgeschnitten. Ja. Also mein Angriff, der war, ja, ausnahmsweise mal wieder gut. Ja. Aber ich glaube, insgesamt wurde das leider nichts. Oh. Ist es wieder ein Freundschaftsklankrieg? Ja, natürlich ist es das. Ja, da würde ich trotzdem mal gern schauen und so weiter und so fort. Ich werde übrigens nicht teilnehmen, das habe ich schon mal gesagt, oder? Dass ich bei solchen Freundschaftsklankriegen nicht teilnehmen möchte, weil mir das nichts bringt. Kai, du guckst nur auf das Geld und auf das Elixier. Du Arschloch. Ja, aber ist doch wahr. Na? Es bringt mir ja nichts. Warum soll ich daran teilnehmen? Ich krieg davon ja nichts. Es sei denn, es ist wirklich so wie bei, naja, Freundschaftsangriffen und so, dass man da quasi, ich sag mal, ja, wie soll ich das sagen? Dass man da die Truppen wiederbekommt, nachdem man sie genutzt hat. Wisst ihr, wie ich meine? Dass sie quasi nicht benutzt werden oder verschwendet werden, ausgegeben werden. Um es mal so zu sagen, ne? Ich hoffe, ihr seid alle in the building. Ja, ja. Sehr wohl. Ansonsten, ja, ich würde jetzt gerne mal das Clankriegsergebnis schauen, aber die Leute sind ja immer so richtig schnell, was das Starten von Clankriegen angeht. Wir haben verloren, aber das war ja sowieso klar. Wir konnten da nichts mehr viel machen. Leider. Aber okay, passiert. Ne? Man kann ja auch nicht immer. Man kann ja auch nicht immer gewinnen. Aber ich glaube, wir haben zweimal hintereinander, oder dreimal sogar hintereinander gewonnen. Da ist das schon verkraftbar. Ja, wir haben dreimal gewonnen, ne? Also, schätzungsweise wird jetzt wahrscheinlich eine gerissene Siegesserie ihren Einzug finden und das auch noch mit so einem System von drei Niederlagen hintereinander, drei Siege hintereinander und so, dass wir da so ein kleines System entwickeln wahrscheinlich, ne? Ich sag euch, merkt euch, ja? Nach einem... Hi. Na, Babygirls? Alles fit, Brudinen? Ja? Ich sage euch erneut, ja? Nach einer Niederlage kommt eine Niederlage. Nach einer weiteren Niederlage kommt immer noch eine Niederlage und danach kommt ein Sieg. Ja. So, da packen wir mal die drei Packers aus. Ui, 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 ui. Diese Geräusche sind sehr komisch. Ey! Ich habe einen Zauber bekommen. Ich weiß gar nicht, wofür der ist. Aha. Ich weiß es nicht, Brudines. Keine Ahnung. Okay, dann lass mal schnell das Rathaus knacken. Oh, da würde ich am besten noch ein paar mehr... Magie auspacken. Was ist denn das für ein Zauber eigentlich? Was ist das für ein Zauber? Ist das der Sprungzauber oder wie? Kann sein. Ich habe mich aber viel zu sehr auf. Ich habe mich viel zu sehr auf das Rathaus konzentriert. Das war so dumm einfach. Keine Ahnung, ich dachte, dass die Packers mal ausnahmsweise zum Rathaus laufen. Haben sie nicht getan. Warum auch immer. Aber okay. Keine Ahnung. Warum sie nicht zum Rathaus gelaufen sind, obwohl es doch eigentlich das nächste Gebäude war. Neben dem Bombenturm. Ich meine, sie gehen zum Bombenturm und danach gehen sie zu anderen Gebäuden hin. Wie dumm ist das denn? Kann ich nichts gegen machen. Wenn die nicht zum Rathaus laufen, um dann Stern zu holen und ich da weitere Truppen drauf ansetzen muss, tut mir leid. Ist so. Ne? Ihr habt gesehen, was da los war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Packers ausschließlich nur auf... Naja. Dass Packers ausschließlich nur auf Verteidigungsgebäude gehen. Tun sie nicht. Wahrscheinlich nicht. Wäre mir jetzt neu, wenn sie das tun würden. Aber, okay, wie gesagt. So, hier könnten wir aber definitiv reinstolzieren. Das würde übertrieben Sinn machen. Oh ja. Einmal hier... 5 Riesen, hier 5 Riesen. Ui, ui. Oh, Magier! Dann wollen wir mal die
Kobolde legen, nicht wahr? Habt ihr jetzt auch gleich mal die, Habt ihr jetzt auch gleich mal, fertig? Mit der Mauer? Vielleicht? Eventuell HD? Ja, ist trotzdem in Ordnung. Wir haben gelootet, das ist okay. Wir haben zwar immer noch keine 5 Sterne, aber das juckt mich nicht, weil wir trotzdem noch was in der Klamauk haben. Na? Ich komme auch nicht auf die 30.000. Ich sollte vielleicht, ja, wieder öfter angreifen, aber wisst ihr, ich will unbedingt auf die dritte Kaserne warten. Wenn die auf Level 10 ist, sollte ja eigentlich diese ganze Zeitgeschichte schneller vergehen, oder? Wir können mal gucken, wie lange das hier dauert mit diesen Trupps. Wo ist die Zeit? 35 Minuten und, nee, Freunde, ich warte nicht 35 Minuten, bis ich meine Truppe fertig kriege. Ne? Vielleicht geht es ja hier mit dem Drabba schneller. Ich sollte es erstmal umbenennen, ich weiß, aber tue ich nicht. Ja, also bye. So, trotzdem haben wir heute sehr viel Gold bekommen und da generisieren wir uns auf jeden Fall eine Kanone. Ja? Auf Level 9 und die wird dann Gold sein, jawohl. Jawohl, Glitch Royale, alles Gold, die geile Sau. Jawohl. Schön. Unsere ersten Goldkanonen, liebe Freunde. Ja, sie werden so schnell erwachsen. Sehr schön. Gut. Schöne, schön. Dann die vorletzte Mauer. Ja, muss man auch mal würdigen. Die vorletzte Mauer auf Level 7 verbessert. Ja, im nächsten Part wird dann wahrscheinlich die letzte kommen. Ich denke mal schon. Und dann können wir auch eigentlich dann schon wieder anfangen, unsere Mauern auf Level 8 zu bringen. Wird nur arschteuer werden. Ja, und ich will mich auch zum Teil auf die Gebäude konzentrieren. Na? Wird man sehen, Lefreundes. So, habe ich was zu bereden? Aber natürlich, Lefreundes. Seid ihr noch da? Lebt ihr noch? Seid ihr noch bei mir? Gut. Ich habe ja mal in, ich glaube, Clash of Clans Part 310, 311 oder so. 300. Ja, das macht vielleicht sogar echt Sinn, dass ich das in Part 310 angesprochen habe. Es war Part 311, okay. Alles klar. Da habe ich ja schon mal darüber gesprochen, von wegen, ja, Adblocker und diese ganzen Geschichten halt, ne? Dass ich hiervon lebe und dass ich hiervon abhängig bin. Und, ja. Dass die Deaktivierung des Adblockers definitiv ein wenig Sinn machen würde. Das habe ich gesagt. Ja. Und viele Kommentare kamen zurück von wegen, ja, ich habe den Adblock nicht an, während ich YouTube schaue oder so, oder während ich YouTube-Videos schaue, oder ich bin an meinem Handy, da gibt es keinen Adblock und sonst. Hier und da hieß es auch mal, ja, YouTube schaltet bei mir keine Werbung, tut mir leid. Und an der Stelle muss ich sagen, es freut mich, dass es so viele Leute bei sind, die den Adblocker wirklich nicht anhaben. Natürlich gibt es auch Leute, die wahrscheinlich dann nicht kommentiert haben und den Adblocker trotzdem anhaben. Aber, naja, ab dem Punkt an kann ich sowieso sagen, dass die Leute meine Videos bitte nicht schauen sollten, weil sowas unterstütze ich nicht. Ich möchte nicht, dass man meine Videos schaut und, keine Ahnung, dann Adblocker anhat und sich dann denkt, hör, der lebt davon, aber ich gönne ihm das nicht. Das finde ich nicht cool. Deswegen weiß ich nicht. Ne? Cool, dass es da Leute gibt, die wirklich offen ihre Meinung gesagt haben und gesagt haben, hey, Brodine, ich stehe hinter dir, ich habe keinen Adblock oder so, beziehungsweise ich bin am Handy und da schaue ich immer deine Werbung und sowas. Das hat mich gefreut. Ne? Aber okay. Habe ich was vergessen? Komm, einen Kampf machen wir noch. Und dann nehmen wir diesmal einen Kampf aus dem von Silence. Da muss man auch mal ein bisschen reingucken hier. Ja, muss man sich auch das Beste raussuchen. Ja. Ja, Disco, Disco. Habt ihr das gesehen, Mann? Die Valkyren haben
Sie haben die Boogie-Königin einfach geklatscht. In Sekunden. Nicht mal einer Sekunde. In Millisekunden. Die sind auf sie zu, haben sich gedreht mit ihrer Axt und bam. Absolut heftig. Also man muss sagen, Silence, er weiß auf jeden Fall, was er tut. Das ist krass. Richtig gut. Naja, aber abschließend zu dem Ganzen, es freut mich, dass da wirklich so viele Kommentare dabei gewesen sind, die mich dabei unterstützt haben. Bei meiner Message und so, ich habe da jetzt nichts Negatives bekommen, von wegen, ich guck deine Videos trotzdem mit Adblock. So, da war bisher nichts. Das finde ich gut. Trotzdem wäre es mal eine Erfahrung gewesen, zu hören, yo, ich gucke deine Videos mit Adblock oder ich habe sie bis zu diesem Zeitpunkt mit Adblock geschaut, aber habe ihn diesmal deaktiviert oder habe ihn fortan deaktiviert, sowas. Wäre auch interessant gewesen, mal zu hören. Das hätte schon echt, ja, da hätte man echt Mumm gehabt, das zu gestehen. Ja. Aber okay, die Freunde, wir haben heute wieder nicht so viel gesehen, aber das kennt ihr von mir. Ich sag mal so, wenn wir wirklich alle Kasernen so auf Level 10 haben, dann könnten wir es vielleicht einrichten, irgendwie so 3 Kämpfe pro Part wieder zu machen. Oder dass wir sagen, okay, dann bilden wir halt Truppen aus, die nicht so lange brauchen. Wie zum Beispiel hier meine Barbaren-Kobold-Truppen so. Ich glaube, die könnten auch nicht so lange brauchen. So höchstens 15, ja, 10, 15 Minuten so, glaube ich. Das wäre schon cool. Wisst ihr Bescheid. Aber okay, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.